So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Bevor ich zum eigentlichen Thema dieses Videos komme, möchte ich nochmal eine erfolgreiche Mitteilung machen, also eine freudige Mitteilung. Ich habe jetzt wieder mal eine Astralreise gepackt, ja, und wenn man das jetzt alles zusammenzählt, was ich jetzt eigentlich an positiven Erlebnissen oder positiven Erfolge habe, kann man wirklich sagen, ich kann echt zufrieden sein. Ja, ich habe, wie gesagt, schon eine unbewusste Astralreise gemacht aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen. Dann habe ich zwei luzide Träume, die dann, wo ich dann gemeint habe, es wäre eine Astralreise, beziehungsweise wo ich dann in eine Astralreise dann verwandelt habe, und jetzt vier bewusste reine Astralreisen geschafft. Ja. Und das ist auch sehr erfolgreich, sehr freudige Sache und macht mir auch stolz. Und ja, gestern hat noch Marco Hüber bei mir angerufen und hat mir noch ein paar Tipps gegeben, ein paar Ratschläge. War also echt okay. Aber dazu mache ich nochmal ein eigenes Video. Also das wollte ich jetzt nochmal vorab nochmal sagen. Aber das Thema von dem heutigen Video ist nochmal Susanne Krieger-Langer. Ich muss echt sagen, das Kritikvideo von mir, Warnung von Susanne Krieger-Langer, das hat ja wirklich heftige Reaktionen hervorgerufen. Also ich habe ja Aufrufzahlen innerhalb von 3 Wochen, habe ich bald 1500 Aufrufe. Das also innerhalb von 3 Wochen ist für meinen Kanal, der jetzt nicht so alt ist, sage ich jetzt mal, echt tolle Sache, muss man sagen. Also gut, dass ich da Thema aufgegriffen habe, das so viele interessiert. Ja. Da werde ich natürlich auch weiter dranbleiben. Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt nochmal ein Video. Das soll aber nur so ein Vorankündigungsvideo sein, ja, so mal so Vorabvideo, weil ich möchte nochmal ein richtiges, großes Special-Video machen, wo ich dann einfach alle Zitate von der Frau mal einbringe und also quasi einblende. Dazu muss ich aber noch mit den Schnittprogrammen, habe gerade Probleme mit den Schnittprogrammen. Habe auch gerade jetzt kein Internet, da muss ich mit einem Freund das alles managen. Ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Also das dauert noch ein bisschen. Also mache ich jetzt einfach hier das Video so mit dem Handyvideo und mal so bis mal so ein bisschen vorab, was jetzt da sich ergeben hat. Ja, also meine Güte, das hätte ich gar nicht gewusst. Also, dass die Frau so viele Fans hat, also meine Güte, da haben wir echt auch heftige Kommentare. Dass ich es gewagt habe, diese Königin, diese heilige Susanne zu kritisieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Güte. Ja, aber auf jeden Fall, es ist meine Meinung. Ja, ich zwinge niemanden meine Meinung auf. Das ist ja Quatsch, wie denn auch? Kann ich ja nicht. Ja, ich kann ja nicht sagen, hey, wenn ihr auf die Seminar geht, hau ich euch aufs Maul, hau ich aufs Maul, das kann ich ja nicht machen. Ich kann aber Videos machen, ich kann meine Meinung dazu sagen und ich kann auch vor jemandem warnen. Das ist auch mein Recht und die Freiheit habe ich. Ja. Auf die Warnung kann man hören oder kann es auch nicht hören. Also es ist immer freie Entscheidung. Ja, auf jeden Fall hat man mir auch vorgeworfen, ich habe doch, dass sie irgendwie, dass die meine Kritik jetzt nicht so konkret wäre oder dass ich nicht Zitate gebracht habe. Ja, ich kann euch mal so drei Zitate mal sagen, wo ich sage, hey, schon heftig. Also, es geht um das Video Vorsicht, Psychopathen, Tricks gegen Trickser, Susanne Krieger-Langer. Ja, Gedanken tanken heißt der Kanal. Dadurch ist es hochgeladen worden. Und da sagt Susanne Krieger-Langer zum Beispiel ganz am Anfang: Zitat, ich bin gekommen, um das auszusortieren, was den Begriff menschlich eigentlich nicht verdient hat. Das kommt gleich auf 1,55 bei dem Video. Also das ist schon richtig heftig. Hier wird also quasi mit Entmenschlichung von Personen gespielt, ja, was den Begriff menschlich eigentlich nicht verdient hat. Ich meine, dass wir mal in der Schule mal ein Video angeschaut haben, und zwar wo Dr. Josef Goebbels das Gleiche über Juden behauptet hat. Dass also Juden den Begriff menschlich nicht verdient. Da müsst ihr mal gucken, ob es das Video gibt. Vielleicht kann ich mal nachrecherchieren. Also das ist schon faschistoid, ja. Und weiter sagt sie, also die Psychopathen sind sehr daran interessiert, so viel wie möglich von ihnen abzugrapschen und sie dann ausbluten zu lassen und abzuhauen. Ja.
Also, das ist schon, muss ich echt schon sagen, krass, ja. Ausbluten lassen, also quasi, das sind ja, wie soll man sagen, klingt schon alles so ein bisschen so nach der Hetze auch von Rechtspopulisten. Also, das auch, was man auch sagt, zum Beispiel Flüchtlinge oder so, dass die kommen und uns eigentlich bloß ausbluten lassen, ausnutzen und so weiter. Und das schürt Hass und das schürt Ängste, das muss ich sagen. Also, wie gesagt, das finde ich nicht gut. Also, ja, und weiter kommt dann noch ein Psychopath. Also, Zitat: Ein Psychopath ist jemand, der nicht fühlt, der damit nicht auf die Welt gekommen ist. Kommt bei 3.05. Und da ist was, wo ich sage, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Also, dass man sagt, es gibt Menschen, die schon auf die Welt gekommen sind ohne Gefühle. Woher wollen die das wissen? Ja. Ich behaupte, dass die Gefühle den Menschen abtrainiert wird durch die Gesellschaft. Ich würde doch nicht sagen, dass die Psychopathen als Kinder keine Gefühle empfunden haben. Was labert die Frau hier? Ja, das ist ja total krank. Ja? Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jeder Mensch ist lebenswert. Jeder Mensch hat ein Recht, auf die Welt zu kommen. Und ich kann doch nicht einen Menschen wie soll man sagen, so entmenschlich herabsetzen. Das ist schon echt, das ist menschenverachtend, finde ich. Das ist menschenverachtend, ja. Und dann kommt noch der Vergleich mit dem Film da mit der Nicole Kidman, ja, kommt dann gleich danach, ja, wo sie, wie heißt jetzt der Film nochmal? Ah, habe ich vergessen, okay, aber ihr könnt es ja nachschauen. Auf jeden Fall, wo sie eine Psychopathin spielt und völlig regungslos registriert, dass ein Kind am Boden liegt, beim Autofall, also quasi verblutet und sie das dann total kalt lässt. Also, ich weiß gar nicht. Gibt es tatsächlich solche Menschen? Wenn ja, in welchem Umfeld bewegt sich die Frau dann eigentlich? Ja? Wenn es wirklich solche kranke Menschen gibt, kann es ja wirklich sein, ja? Dann frage ich mich echt, wo kommt die Frau her? Wo? Ja, klar, wenn man so sieht, wenn das wirklich so abläuft in dem ganzen materialistischen, kapitalistischen System des Konkurrenzdenkens, dann ist schon klar, dass es solche vielleicht geben kann, aber erstens mal sind es trotzdem nur Menschen. Versteht es, wie ich meine? Es sind ja trotzdem nur Menschen, die vielleicht ein niedriges Bewusstsein haben. Das kann man ja steigern. Ich mache mal ein Video auch mal über Energievampire. Ja? Bloß zum Unterschied dessen, zu dem ist einfach, für mich sind es immer noch Menschen. Ja? Auch wenn sie ein niedriges Bewusstsein haben, da muss man halt das Bewusstsein anheben. Ja? Und hat gut, Tatsache, ich glaube auch, dass sie zum Teil mit Psychopathen, ja, zu tun hat, mit Sicherheit, aber weil sie einfach in dem Spiel der Psychopathen mitspielt, beziehungsweise wenn man eben sich auf das einlässt, ja, diesen ganzen Karrierewahn im Industriekapitalismus, im Materialismus, dass man dann auf Psychopathen trifft, das ist natürlich schon klar, weil das ganze System ist ein Psychopathensystem, ja. Ja, und von dem her, wie gesagt, also ich würde sagen, dass man dieses System zu Fall bringt. Also ich finde es auch nicht gut, dass Frauen in dem System, das ja eigentlich von Männern geschaffen worden ist, der ganze Industriekapitalismus, in diesen Männerkonstrukten, ja, meinen, sie müssen sich dann noch behaupten und dann noch da mitspielen und so, anstatt dass sie sagen täten, hey, wir reißen die Männer da raus und bringen das System zu Fall und schaffen ein menschliches System. So wie in dem Film Der grüne Planet, habe ich ja schon mal, kann ich nochmal verlinken, ja. Alternativ dazu, dass man sagt, okay, man lässt die ganze Arbeit in der Industrie von Robotern erledigen, ja, und wir konzentrieren uns nur auf die spirituelle Weiterentwicklung der Mensch und hört auf zum Arbeiten und arbeitet nur spirituell, ja. Das wäre mein Weg, also der Weg von der Susanne Krieger-Langer ist auf jeden Fall der Irrweg, ja. Dann behauptet sie noch, dann sagt sie ja noch im Zitat, ich bin gekommen, da draußen, ja, das war dann auch krass, da draußen sind überall Psychopathen und Pfeifen und die wollen euch den Erfolg rauben oder halt den Erfolg kaputt machen. Und das schon mal zum ersten, das war die erste Hälfte des Zitats. Da schon mal die Frage, wenn ich keinen Erfolg habe, wer ist denn schuld dann? Ja? Psychopathen und Pfeifen oder ich selber vielleicht? Also den ganzen Susanne Krieger-Langer-Fans möchte ich mal die Frage stellen. Bitte kommentiert das mal, antwortet mal auf die Frage. Wenn ich keinen Erfolg habe, egal wo, ob es jetzt in dem Industriekapitalismus oder sonst wo,
ja, oder privat. Wer ist denn da wirklich schuld? Bin es? Sind es die Psychopathen und die Pfeifen oder bin es nicht doch ich? Solltet ihr nicht vielleicht doch mal eine Innenschau machen? Und das wird euch auch jeder Erfolgscoach, der seriös ist, auch lehren. Der wird sagen, macht die Show nach innen, ja, und nicht nach außen. Sucht da nicht irgendwelche Feindbilder. Ja, und deswegen. Okay, was ich vielleicht für einen Fehler gemacht habe, okay, habe auf ihre Kleidung angesprochen, das war vielleicht nicht okay ganz von mir, das gebe ich ja zu, da möchte ich ein bisschen zurückrudern. Ich möchte mal erzählen, ich war früher Grufti, ich war früher Gothic, ja, habe immer schwarz, war schwarz gekleidet und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass mir das nicht gut tut, die schwarze Kleidung. Es war einfach, das war nicht ich, ja. Und es kommen auch, kamen auch negative Reaktionen und irgendwie hat es halt doch mit Tod und mit der Negativität zu tun. Und ich habe alle schwarze Klamotten dann weggetan und ich habe da alles weg und Altkleider oder verkauft und so und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Wobei bei der Gothic-Szene einfach nur die Romantik okay finde. Also das Ganze, auch das Dreampunk und so weiter, das finde ich alles okay, bloß nicht schwarz. Ja. Mit schwarz, ich will keine schwarze Klamotten. Man weiß ja, dass zum Beispiel Hunde auf schwarze Kleidung eher, also ich betone, eher aggressiv reagieren, wie zum Beispiel, wenn jemand bunte Kleidung hat. Ja, also wohlgemerkt eher, ja, es gibt immer solche und solche Hunde. Aber allgemein, ich mag keine schwarze Klamotten. Ja, gut, das ist halt dann so meine persönliche Meinung. War vielleicht nicht okay, dass ich da auf das Aussehen gesprochen habe. Aber mir ist die Frau einfach unsympathisch. Ich kann mir nicht helfen. Die Susanne Krieger-Langer ist mir unsympathisch. Ich mag die nicht, ich kann die nicht leider. Ja. Und ich finde es komisch, dass so viele Leute die mögen. Das hat mir auch mal einer bei Facebook geschrieben. Es ist ja krass, dass so viele Leute die Frau mögen. Ja. Da sage ich, ja, das ist Deutschland. Das ist typisch Deutschland. Da kommt jemand und macht eine große Show und alle sagen, so, ah, toll und so weiter. Bist schon so ein Führer. Ja. Aber wenn man dann genau hinguckt, ist das, was die predigen, diese ganzen Grand Commandant, oder wie man das sagen soll, diese ganzen großen Brüder und großen Schwestern, ja, in Anführungszeichen, dann ist es eben nicht so gut für die Menschen. Das ist einfach nur Manipulation. Ja. Personenkult und Manipulation. Und die Deutsche fallen anscheinend immer wieder drauf rein. Und ich sage mal so, es ist nicht gesagt, dass ein neuer Hitler unbedingt männlich sein muss. Ja. Das mal so weit ab. Okay, das war jetzt mal so Vorab-Video. Wie gesagt, es kommt nochmal ein Video über Susanne Krieger-Langer. Ja, macht euch selber ein Bild. Wie gesagt, ich kann niemandem was aufzwingen. Kommentiert mir gerne, ja, aber es bleibt dabei. Ich kann die Frau nicht ausstehen. Ich habe da, und normalerweise war es dann immer so, dass ich dann am Ende recht gehabt habe und dass dann auch Leute kommen sind, die gesagt haben, die erst von ihr begeistert waren und gesagt haben, doch, Jürgen, du hast ja recht gehabt, ja. Und du warst die warnende Stimme und so. Und ja, okay, das war's mal soweit. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich mal sagen, ich halte euch am Laufenden und bis bald.